und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Natürlich aus der Backstube wieder. Die Weihnachtsbäckerei ist noch voll im Gange. Heute machen wir uns Zitronenbiskotti. Das habe ich neulich einmal entdeckt, dieses Rezept im Internet. Und dann habe ich es gleich ausprobiert und mein Mann hat dir so gut geschmeckt, er hat gesagt, ich muss die unbedingt machen für euch. Und diese Zitronenbiskotti, was man da alles braucht dazu, das seht ihr jetzt zuerst einmal auf der Zutatenliste. Dazu brauchen wir Eier, ganz normales Sonnenblumenöl, Zucker, Vanillepaste, natürlich Zitronenzesten. Da nimmt man am besten eine Bio-Zitrone, wo draufsteht, zusätzlich die Schale zum Verzehr geeignet, unbedingt. Gell? Dann braucht man ein bisschen Salz, dann eine Prise Kurkuma kommt da rein, das macht die Farbe, und Mehl, Vanillepuddingpulver und ein bisschen Backpulver. Ja, also Schwierigkeit ist keine, dazu wir starten jetzt gleich. Also zuerst einmal die ganzen Eier in die Rührmaschine, dann braucht man das Öl, in unserem Fall sind das jetzt 5 Esslöffel. So, und das verrühren wir mal für eine Minute recht stark. Das ist jetzt mal schaumig aufgerührt, da geben wir jetzt den Zucker dazu. Hoppala. Hoppala. So. Die Zitronenzesten. Also der darf richtig von einer großen Zitrone sein. Das sind richtig tolle Zitronenkekse. Vanillepaste. Das macht das Ganze ein bisschen rund beim Essen. Und das verrühren wir eine weitere Minute ganz stark wieder. Das ist jetzt schön schaumig aufgemixt und da geben wir jetzt einmal zuerst eine Prise Salz dazu und ein bisschen Kurkuma, haben wir gesagt. Kurkuma macht ja so eine tolle Farbe, das tut dem Geschmack jetzt gar nichts. Gell? Da habe ich mir schon Mehl, das Vanillepuddingpulver und das Backpulver schon gut verrührt. Das geben wir auch noch da dazu. So. Das Ganze jetzt noch einmal gut unterrühren, dass es einfach eine schöne glatte Masse ist. So, das ist jetzt natürlich ziemlich weich. Diese Masse geben wir jetzt in eine Schüssel heraus und das werden wir dann einfach für 2 Stunden gut abgedeckt im Kühlschrank einmal rasten lassen. Dann zieht es ein bisschen an und wird ein bisschen fester. Und wenn die 2 Stunden um sind, dann sehen wir uns wieder. Also bis später. Die Masse von unserer Zitronenbiskotti ist jetzt schön durchgekühlt. Die war ca. 2,5 Stunden jetzt im Kühlschrank. Und nicht erschrecken, das ist immer nur ein bisschen weich. Und aus denen machen wir jetzt einfach so kleine Häufchen oder Kugel. Nicht erschrecken, der ist nicht fest zum Rollen, dieser Teig. Der ist schon ein bisschen weich. Es ist ein bisschen, weich, aber es geht schon. Also einfach aus einem Löffel so kleine Stückchen runter und mit feuchten Händen einfach so, ja, so eine Kugel machen. Das ist halt einfach so. Dann in Staubzucker ein bisschen rollen. Mit einer Gabel herausnehmen und aufs Backblech setzen. So, schauen, dass man ungefähr alles gleich große Kugel hat wegen der Backzeit. Ich werde das jetzt mal schnell fertig machen. Den Backofen habe ich mir natürlich schon vorgeheizt auf 180 Grad. Heißluft und backen werden wir es dann 13 Minuten circa. Also, los geht's! Das erste Blech wäre fertig. Nicht erschrecken, sie sind wirklich ein bisschen weich. Auch zum Drehen und so. Und sie gehen auch ein bisschen auseinander.
Aber das ist eben bei diesen Biscotti so und die schmecken trotzdem hervorragend. Also, wie schon gesagt, 180 Grad Heißluft für ca. 13 Minuten. Unsere Zitronenbiscotti sind fertig und wie man sieht, sie sind ein bisschen ungleich groß, ein bisschen auseinandergelaufen, aber genauso sind sie richtig. Die sind richtig toll und gut. Außen leicht knusprig, innen total super weich und saftig. Schaut mal, wie die toll ausschauen. Und die Soggings, die sind köstlich. Dein Lieblingskeks heuer, gell, Günther? Lecker. Ja. Ja, vielleicht hat euch dieses schnelle Weihnachtskeksal, beziehungsweise sowas kann man eigentlich das ganze Jahr machen, gell? Wenn euch das gefallen hat, dann probiert es aus, macht es noch. Es war keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.